gemacht als das übliche Tagwerk. Was wird in diesem Zelt geschehen? Wir warten bis zum Einbruch der Nacht. Und dann... Dann lassen die Eingeborenen alle profane Arbeit ruhen und versammeln sich im Zelt. Auch aus den Nachbardörfern strömen sie herbei. Wozu? Ums Bier trinken scheint sich alles zu drehen bei diesem Fest. Ja, von einem Fest muss man wohl sprechen. Mit fröhlichem, geselligem Zusammensein hat das wenig zu tun. Die Teilnehmer an diesem Fest scheinen unter dem Zwang zu stehen, möglichst viel von diesem Getränk zu sich zu nehmen. Obwohl dieses Getränk nicht allen zu bekommen scheint. Manch einem wird übel davon. Dann verlässt er für kurze Zeit das Zelt, übergibt sich rasch, nur um weiter gewaltige Mengen Bier in sich hineinschütten zu können. Lange nach Mitternacht kehren die Eingeborenen in ihre Behausungen heim. Aber schon früh am Vormittag sitzen sie wieder im Zelt. Ruhiger und weniger lärmend als in der Nacht. Aber sie sind da. Als müssten sie kommen. Als sei ihr Kommen Pflicht. 2 Tage und 3 Nächte lang dauert das Fest. Dann wird das Zelt abgebrochen. Das Dorf kehrt wieder zum Alltagsleben zurück. Sonst trinkt, wer Durst oder einfach Lust zum Trinken hat. Hier aber scheint das Trinken möglichst großer Mengen geradezu verpflichtend. Und wer sich dieser Pflicht, die eine fast sakrale zu sein scheint, entzieht, stellt sich außerhalb der Gemeinschaft.
der ethnologischen Forschung bisher unbekannter Kult? Oder worum handelt es sich? Wir befragen unsere Begleiter, die Brüder Himmelfreund-Beunzner. Ah, besser ist gar nichts Besonderes. Naja, zusammensitzen, dann uns halt gern. Ich weiß, wenn er Musik spielt. Was Bier schmeckt uns halt. Na, das bedeutet nichts. Na, na, eine besondere Bedeutung hat das nicht. Man muss sich als Forschungsreisender davor hüten, Zufälliges für Typisches zu halten. Aber wie die Himmelfreund-Beunzners jede tiefere Bedeutung leugneten, wie sie dieses Fest zur Alltäglichkeit herunterspielen wollten, gerade das gab mir die Gewissheit, dass es sich hier um ein kultisches Treffen von eminenter Bedeutung handeln müsse. Denn überall auf der Welt versuchen die Eingeborenen, ihre wichtigsten Riten und Kulte vor den Fremden, den Nicht-Eingeweihten, zu verbergen. Wir hielten, was wir miterlebt hatten, zunächst für einen lokalen Kult. Dann ein anderes Dorf, ein anderes Zelt. Und auf unserer weiteren Reise durch tatsächlich nur ungenügend erforschte Oberösterreich stellen wir fest, dass, höchst erstaunlich, in jedem Dorf einmal im Jahr eine solche mysteriöse Zusammenkunft stattfindet. Fast immer in Zelten. Zelten in Stadeln, Zeughäusern und so weiter. Der völkerkundlich geschulte Blick erkennt rasch die Struktur dieser Feste, die viel mit anderen, den orgiastischen angenäherten Kulten in anderen Teilen der Welt gemeinsam hat. Es beginnt mit dem gemeinsamen Mahl. Dem folgt eine Phase der Verbrüderung. Oberösterreicher suchen wieder, wie wir es schon bei der Rudelbildung gesehen haben, Gemeinschaft, wollen Gleiche unter Gleichen werden. Dann, Stufe 3 im reglementierten Ablauf, wird getanzt. Und nun findet man nichts mehr von der formalistischen Sterilität, die uns anhand des alten Archivmaterials so verblüfft hat. Schließlich konnten wir, auch dies eine kleine Sensation,
eine Art Balztanz drehen, der allerdings, wie ich aus Archivfilmen der Klima